Was ist denn das Feines hier? 1100er im B-Trag. Moin. Das ist ja mal was Geiles. Das hat doch mal was. Könnt ihr mir erklären, warum eine Frau einen Besen am Straßenrand aufstellt, mit dem Stiel zuerst in den Boden rammt? Oh oh, jetzt sind Ömi und Öpi hier am Fahrradfahren, die Ärmsten. Die könnten auch anhalten, ne? Dann wäre es noch einfacher. Das ist wahrscheinlich auch, was ich jetzt mache. Er lacht. Wir wissen nicht, was wir machen. So, moin und servus Leute, es geht weiter. Das erste Video habt ihr schon gesehen, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt vom Tim auf dem MF8S. Den werden wir auch noch fahren. Oder haben wir ihn schon gefahren? I don't know, ihr wisst es besser. Und mein Baby fürs jetzige Video ist der neue Valtra T235, das heißt fünfte Generation mit geilem Blick, so ein bisschen Transformer-Blick. Sieht sehr, sehr gut aus von vorne. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch schön in schwarz gehalten. Schwarze Felgen wären natürlich noch nicer. Eine Maschine, die auf der einen Seite wieder mal diesen typischen, soliden Valtra-Touch hat. Aber, oh, jetzt fährt er hier schon los, ne? Wir sind schon am Fahren mit dem F. Aber, und das werdet ihr gleich auch oben auf der Kabine sehen, wenn wir tatsächlich losfahren. Wir rauschen hier lang. Sehr schöne Bedienelemente bekommen hat. Rein in die gute Stube. Wird gleich mit dem Ton auch ein bisschen besser. So, da sitzen wir auch schon auf der Kabine drauf. Maschine läuft schon. Es ist auch kalt heute, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Finger sind auf jeden Fall kalt geworden. Deswegen freue ich mich, dass jetzt hier mal die ganze Maschine ein bisschen aufgeheizt wird. Unser wunderschöner Valtra. Ihr seht das schon. Das sieht hier alles sehr, sehr modern und anständig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich hier eigentlich auch die Lüftung mal ein bisschen kleiner machen? Kann ich auch, ne? Auf Auto. Ich könnte ja auch ein bisschen weniger machen. Ändert nichts. Wie dem auch sei, Lüftung. So, also wir haben grundsätzlich hier eine sehr aufgeräumte Armlehne, wo irgendwie alles an seinem Platz ist. Ich würde sagen, wir fahren gleich einfach mal los, aber grundsätzlich gesagt, dieses Display kommt euch wahrscheinlich sehr bekannt vor von dem Schlepper da drüben, beziehungsweise Videos aus dem Schlepper, denn der hat ja doch eine sehr, sehr ähnliche Technik, sage ich mal, von Echo dahinter. Das heißt, das Eckpfosten-Display als auch hier das Terminal und wahrscheinlich auch viele Funktionen, die hier hinter stecken, sind doch sehr, sehr ähnlich. Und ja, ich würde behaupten, wir probieren das hier mal langsam aus. Am Ende des Tages muss ich erstmal losfahren. Die machen sich jetzt auch bereit. Ich gehe mal nach vorne. Wir sind im normalen Modus. Das heißt, wir sind hier in D. Das ist also die schnellste Fahrstufe quasi, die man machen kann. Und jetzt wird da runtergerannt. Der Tim läuft schon los. Und sagt Daumen hoch, holt sich jetzt auch seine, oh, das ist auch ein schöner Fändchen, ne? Er holt sich jetzt auch seine Kamera her. Die sind da auch gerade noch am Schauen für die Außenbeleuchtung. Hier auch ganz nice gemacht beim Valtra. Ja, und wir probieren das einfach mal. Also, er fährt erstmal ganz normal und angenehm. Ich muss meinen Sitz hier nur noch mal ein bisschen nach vorne machen. Erster Eindruck. Währenddessen wir die Gebrauchtmaschinen auf der rechten passieren. Oder sind es Gebrauchtmaschinen oder Vorführmaschinen? Weiß ich gar nicht. Fährt erstmal sehr sanft und leise. Oh ja, oh ja. Und schnurrt vor sich hin. Ist immer so ein bisschen, wie gesagt, ich rede gerade nicht so viel. Ihr kennt das gar nicht von mir, dass ich so wenig rede. Erstmal einen ersten Eindruck bekommen, aber das ist auch wirklich nett. Ich würde fast sagen, so ein richtig schönes Blubbern, was vom Auspuff kommt. Ich gebe so gut wie gar kein Gas und der schnurrt jetzt hier auf 30 hoch. Also ich weiß, was drehen wir denn eigentlich an Drehzahl? 1300 Umdrehungen oder sowas in der Richtung. Ja. Oh, da kommen Autos, dann warten wir hier mal ein bisschen, bis die durchgefahren sind. Habe ich euch eben von außen gar nicht gezeigt. Können wir gleich beim Walkaround vielleicht noch mal so ein bisschen machen. Der hat ja vorne eine Luftfederung, also Luftkissen quasi, auf dem die Vorderachse liegt. Und dann hast du natürlich rechts und links noch die Stabilisatoren. Das Auto fährt jetzt erstmal vorbei. Das macht natürlich total viel Sinn, um dann festzustellen, dass da Gegenverkehr kommt. Man hätte auch warten können hier. Jetzt habe ich aber hier einen Mähdrescher hinter mir. Das heißt, ich muss jetzt mal Gas geben. Was machen die jetzt da? Die unterhalten sich. Jetzt kommt hier nämlich von hinten ein Schlepper an. So Leute, das wäre vielleicht praktisch, wenn ihr jetzt fahren würdet.
dann halten wir hier nicht den kompletten Verkehr auf. So, jetzt sind wir wieder im Geschäft. Genau, wie gesagt, Luftkissen, Federung und auf der anderen Seite hast du entsprechend rechts und links die Stabilisatoren, die die Vorderachse halten. Ja, und ich muss wirklich sagen, erster Eindruck ist schon sehr, sehr interessant. Bin jetzt im Automatikmodus natürlich, das heißt, der Motor macht das alles für sich. Ah, der schiebt schon, ne? Also klar, ist ein relativ leichter Schlepper, so ein bisschen auf der Größe, wahrscheinlich auch wirklich wie ein 724 einzuordnen, wahrscheinlich ein bisschen größer. Ich glaube, der kann auch etwas größere Bereifung hier fahren als der 724, aber trotzdem vom Feeling sehr interessant. Kabinenfederung könnte für meine Verhältnisse ein bisschen softer sein oder auch die andere Federung. Ich weiß nicht, das können wir uns hier wahrscheinlich gleich nochmal einstellen irgendwie. Gucke ich gleich nochmal rein. Auch die Lenkung ist sehr direkt. Also wer das mag, für den ist es gut. Aber sonst kann man das bestimmt hier nochmal einstellen. Lenkautomatik, nee, das ist ja hier nur wahrscheinlich fürs Lenksystem. Genau, das bringt uns jetzt erstmal nichts. Kann man hier einmal gleich nochmal in die Settings reingehen. Ich habe jetzt den Lexion hier hinter mir, den Drescher. Deswegen muss ich erstmal hier irgendwie eine Einbuchtung finden, dass ich nochmal anhalte und euch die Details vielleicht nochmal da ein bisschen dazu zeige. Naja, genau, wie bei den anderen Schleppern geht es ja hier auch heute darum, nochmal ein Gespür dafür zu bekommen. Wir sind ja dabei, wie gesagt, Schlepper für nächste Saison noch zu eruieren, also einen neuen Schlepper. Und viele haben ja wirklich gesagt, fahrt doch mal auch noch ein Valtra, ne? Also nicht nur entsprechend die Johnnies immer fahren, wir sind Class gefahren, wir haben die neuen Optums, die Case haben wir uns angeguckt, den Puma auch. Ihr habt gesagt, fahrt doch nochmal ein Valtra und fahrt nochmal ein MF. Und das war natürlich heute dann wirklich die geniale Möglichkeit, hier bei Schröder uns den dritten quasi aus der Reihe zu picken und die Chance zu nutzen, weil hier so eine Roadshow auch gerade im Gange war, dass sie nicht nur den 8S MF da haben, sondern dass sie tatsächlich auch den Fan One und diesen Valtra noch vor Ort haben, dass wir da einmal ein Gespür dafür bekommen. Stufenlos, wie gesagt, 4 Fahrbereiche, die er jetzt aktuell in D hier automatisch schaltet. Von daher ist das eigentlich wirklich ganz nice. Jetzt werde ich mal gucken. Ich habe, wie gesagt, hinter mir immer noch den Drescher da im Nacken. Ich fahre wahrscheinlich mal hier in diese Einfahrt rein. Das ist zwar jetzt nicht ganz ideal, aber machen wir das einfach mal so. Wendeschaltung, einfach zurück. Dann sind wir nämlich hier mal aus dem Weg raus, ohne dass ich mich jetzt hier komplett in den Matsch reinfahre. Aber hier auf die Brücke bzw. die Einfahrt, das müsste ja eigentlich gehen. Dann kann der Drescher nämlich hier mal vorbei. Dann zieht man und dann ist man auf P. Das müsste eigentlich funktionieren. So, jetzt will ich vor allen Dingen mal, genau, Lenkung. Das ist ja alles sehr intuitiv hier. Ich gehe mal auf die Lenkung und da geht es wahrscheinlich um die Intensität. Ich war jetzt auf 3 und ich fand es schon ein bisschen direkt. Quicksteer, genau. Ich mache mal auf 1 Quicksteer. Ich glaube, das ist für mich ein bisschen angenehmer jetzt, vielleicht auf der Straße. Vielleicht muss ich es nachher nochmal auf 2 stellen, aber das wäre jetzt für mich die erste Idee. Dann gucken wir mal weiter rein. Was wollte ich denn nochmal machen? Die Federung. Wie können wir die Federung eventuell verstellen? Genau, jetzt kommt der Drescher hier lang. Die kommen vom Körnermaisdreschen tatsächlich. Ein Lexion, was ist es? 550? 650 ist es, genau. Ja, ich gucke jetzt gerade mal rein, wo haben wir denn die Einstellungen? Wir haben jetzt Hubwerk hier. Also, wie gesagt, Hubwerkseinstellungen hätten wir hier drin. Wir haben die Einstellungen für die Steuergeräte, wo ich mir die Durchflussmengen und auch die entsprechenden Zeiten einstellen kann. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend und relativ klar. Ich habe hier die Möglichkeit, auf die Rückfahrkamera zu gehen, die er oben drin hat. Genau. Jetzt zeigt er mir den Blick hier nach hinten. Das entspricht diesem Bild. Spoiler, ne? Das passt eigentlich ganz gut. Kann hier auch das eigentlich ganz nice, kann hier so ein bisschen die Helligkeit verstellen. Ja, das ist viel besser, genau, weil das jetzt sehr überbelichtet war. Und gerade wenn das Licht gut ist, habe ich so viel mehr Kontraste und kann da tatsächlich mehr sehen. Ich kann wahrscheinlich hier auch umstellen zwischen Kameras, verschiedenen Winkeln, genau. Und ich kann einstellen, dass wenn ich den Rückwärtsgang reinmache, dass er das auf Automatik hat. Das ist eigentlich auch ganz geil gemacht. Dann gucken wir nochmal weiter. Was haben wir denn noch? Warte mal, genau, hier auf Home wieder gehen. Schauen wir mal nach vorne.
Ich wollte doch noch was mit Federung machen. Hier habe ich wahrscheinlich die Vorderachssteuergeräte. Genau, da kann ich das gleiche machen. Durchfluss einstellen, dass ich dann hier entsprechend was für vorne steuere, beziehungsweise sie sperren. Und hier ist, was ist der Punkt? Das ist, hier habe ich die komplette Armlehne drin entsprechend. Hier kann ich jetzt sehr, sehr gut erklärt eigentlich alle Sachen einstellen, die ich hier in der Armlehne und auch auf dem Joystick habe. Das ist wirklich toll gemacht, dass das dem entspricht, was ich hier sehe. Und ich kann quasi ja jetzt auf alle möglichen Tasten raufdrücken, um da etwas zu verstellen. Zum Joystick erstmal. In dem Automatikmodus brauche ich den Joystick eigentlich gar nicht, sondern ich mache einfach nach vorne und der Schlepper fährt nach vorne. Hier könnte ich zusätzlich noch Wendeschaltung betätigen, vorwärts, rückwärts. Hier habe ich entsprechend meine Steuergeräte, die ich einsetzen kann. Hier habe ich die Hubwerksbetätigung und hier könnte ich dann entsprechend die Fahrbereiche schalten. Also jetzt bin ich zum Beispiel im vierten Fahrbereich, glaube ich, war das, also ein D, A, B, C, D, ja, richtig gerechnet, Sören, das ist der vierte Fahrbereich und kann dann hier entsprechend zum Beispiel über das Drehrad auch die Maximalgeschwindigkeit machen. Genau, das passt ja. Da habe ich jetzt 53, macht Sinn für die Straßenfahrt. M1, M2, ihr kennt das, sind frei belegbare Tasten, die ich dann eben auch einstellen kann und das gleiche gilt auch für M3, was hier entsprechend drin ist. Wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, dann könnte ich, jetzt sagt er genau, er geht jetzt in Fahrbereich B. Ihr seht das schon, es hat auch so ein bisschen gewackelt, der Trecker. Er hat was gemacht. Jetzt kann ich ihn quasi fahren wie so ein Vario. Jetzt gucke ich mal, ob hier irgendwie der Tim mir wieder entgegenkommt oder nicht. Weil ich jetzt, genau, jetzt kann ich quasi den Hebel nach vorne machen. Muss ich jetzt irgendwie eine Aktivierungstaste wählen? Nee, er macht das schon. Ich gucke mal. Kommt keiner, sehr gut. Genau, jetzt kann ich nämlich mit diesem Hebel, also erstmal, die Lenkung gefällt mir deutlich besser, das Quick Steer auf 1, das wir gerade umgestellt haben. Jetzt kann ich quasi mit diesem Hebel die Übersetzung verändern. Also nach hinten wird er quasi langsamer und nach vorne wird er schneller. Genauso wie ihr das von den früheren Varios, sage ich mal, auch kennt. Also über Hebel fahren. Jetzt geht er nach vorne. Wir bleiben aber im Fahrbereich B. Das geht nur in A oder B, also quasi für Ackerarbeiten, um jetzt tatsächlich den manuellen Modus zu machen. Sonst macht das überhaupt gar keinen Sinn. Sonst kann ich eben entsprechend wieder hier hochwechseln in Fahrbereich. Achso, ich muss einmal das Manuelle wieder ausmachen. Jetzt bin ich wieder in Fahrbereich C und in Fahrbereich D. Er schaltet einmal um und jetzt bin ich ja, im normalen Automatikmodus. Ich fahre mal hier gerade einmal rein. Und gucke mal, ob der Tim, der da mit dem MF angerauscht kommt, hier eventuell mein Manöver versteht und vorbeifährt. Ich muss aus dem Weg und hier entsprechend mal ranfahren. Dann rauscht er hier tatsächlich mal vorbei und so gehe ich wieder auf P. Mal gucken, was er macht. Was er macht. Er fährt vorbei. Der Tim mit dem schönen MF hält er jetzt vor mir an. Oder was macht er? Er fragt sich wahrscheinlich auch, was ich jetzt mache. Er lacht. Wir wissen nicht, was wir machen. Er freut sich. Aber er macht eine sehr schön ruhige Kopfbewegung. Das ist doch toll. So, jetzt fahre ich ihm mal hinterher. Also, ihr merkt das schon, ne? Ihr habt das Video ja schon gesehen mit Tim. Hier ist wieder feiern und Quatsch machen die ganze Zeit. Oh ja, jetzt schiebt er aber natürlich richtig schön nach vorne. Gucken wir erstmal die LED-Blinker von hinten an. Fährt er rechts, fährt er links? Fährt er rechts, fährt er rechts, fährt er rechts? Ey, fahren wir rechts. Wobei wir hätten links fahren können. Ab hinterher. Ich habe die Beschleunigungsstufe wahrscheinlich noch nicht optimal, aber der MF zieht gut hier, ne? Das muss man schon sagen. Und ich sehe die schön reflektierenden Tagfahrlichter hier in der Heckscheibe vom MF von meinem Valtra. Ja, wir waren hier irgendwo stehen geblieben, dann bin ich aus dem Konzept gekommen. Können wir gleich vielleicht nochmal reingucken, aber das ist so ein bisschen, sage ich mal, die Logik, mit der man hier entsprechend die Sachen tatsächlich verstellen kann. Jetzt weiß ich nicht, wo er lang fährt. Muss er sich mal selber überlegen. Fährt geradeaus, vielleicht ist da ein bisschen ruhiger. Genau, dass wir die Trecker da nochmal nebeneinander stellen können. Nicht, dass hier irgendwie einer kommt. Was wir hier sehen, wie gesagt, gehen wir jetzt hier mal nochmal zurück. Was wir hier sehen, sind halt diese verschiedenen Einstellbereiche. Ich zeige euch das gleich nochmal, wie man das hier konfigurieren kann an der Seite.
Ich kann halt hier oben, habe ich immer die Geschwindigkeit, jetzt 43, Drehzahl und sowas, Kühltemperatur, also die Dinge, die ich quasi immer sehen muss, wahrscheinlich gesetzlich irgendwie vorgeschrieben auch, die ich quasi immer, oh, hier ist der Weg schon mal ein bisschen schlechter. Und hier drunter habe ich dann meinen Fahrbereich und unten drunter habe ich noch meine Anzeige für die aktuellen Steuergeräte, ob die aktiv sind oder nicht, die Motordrehzahl etc. Das heißt, ich kann, wenn ich alles einmal eingestellt habe, auch sehr schön über das Eckpfosten-Display nachher arbeiten und agieren. Und brauche hier gar nicht mehr so viel rumeiern. Und dieses Display hier vermisse ich überhaupt nicht. Oh, oh, jetzt sind Ömi und Öpi hier am Fahrradfahren, die Ärmsten. Die könnten auch anhalten, ne? Dann wäre es noch einfacher. Dann wäre es noch einfacher, dann würden wir noch schneller vorbeikommen. So, jetzt schnell mal vorbei. Die bemühen sich nämlich hier alle richtig gerade auszufahren und nicht zu schlenkern. Und Tim testet jetzt wahrscheinlich gerade das Fahrwerk vom MF. Ah, der gleitet da schon rüber, ne? Auch dieser hier sind echt, also ihr seht das jetzt nicht, aber hier sind Kanten tatsächlich im, da ist eine dicke Kante, upsala, in dem Feldweg drin und die gleiten beide hier schon weit rüber. Ich würde fast behaupten, der MF gleitet noch mehr drüber als der Valtra. Also kann ich natürlich jetzt schlecht beurteilen im indirekten Vergleich, weil ich ja jetzt nur auf dem Valtra sitze, aber das ist nicht uninteressant, glaube ich. Ja, er fährt auch rechts. Oh, wunderbarer dynamischer Blinker von dem MF. Seht ihr das? Nice. Nice, nice, nice. Bip, 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 bip. Oh, ja, hier sind fast emsländische Verhältnisse, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir haben natürlich auch vorne nichts drin, hinten nichts dran. Da ist natürlich vieles am Rumgejackel. Aber dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Hier wird gefegt. Oh, da steht ein Auto im Weg. Aber nicht so schlimm. Was machen die da? Warum stellt die einen Besen am Straßenrand auf? Könnt ihr mir erklären, warum eine Frau einen Besen am Straßenrand aufstellt, mit dem Stiel zuerst in den Boden rammt? Es ist ein landwirtschaftlicher Brauch, der sich meiner Kenntnis entzieht. Ist es ein Elbe-Weser-Dreieck-Brauch, der sich meiner Kenntnis entzieht? Das ist doch irgendwie spannend und interessant zugleich. So, lassen wir hier mal eben im Wohnwagen weiter. Dass wir nicht hier bei Meyers, ich kenne sie natürlich nicht, den Rasen kaputt fahren. Das mögen die natürlich auch nicht so gerne, wenn wir mit dem Trecker drauf fahren. Nun ja. Ja, der Tim ist pfiffig, ne? Hier ist eine Waage, da sollten wir wahrscheinlich nicht drauf fahren, aber wir könnten zumindest mal, yo, wir wiegen die Trecker. Und gleich kommt wahrscheinlich einer, der sagt, so könnt ihr das nicht machen. Ich fahre jetzt mal nicht auf die Waage hier, dass wir irgendwas falsch machen. Oh Gott. So, bin eben gerade mal kurz abgesprungen hier, mit Tim noch mal ein paar Bilder gemacht. Ich muss jetzt mal zurück, weil der Roadshow Valtra abgeholt wird. Deswegen muss ich jetzt einmal schnell zu Schröder zurückdüsen, dass es nicht so lange dauert. Ich habe mich immer noch gefragt, wie ich hier mal diesen Modus irgendwie ein bisschen... Ah, hier ist auf Auto. Jetzt müsste er doch eigentlich mal ein bisschen weniger pusten, oder? Naja, who knows. Genau, hier waren wir eigentlich einmal, hätte ich jetzt fast gesagt, so komplett durch. Man kann sich hier... Das hatte ich noch nicht erklärt. Einmal die Widgets quasi komplett drauflegen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann habe ich die Möglichkeit halt hier auch ja, von dem Lenksystem-Overview direkt in einen anderen reinzugehen. Das funktioniert sehr flüssig und super einfach. Tastenbelegung, wie gesagt, Lenksystem, Steuergeräteeinstellungen. Das geht natürlich für jedes dieser Widgets. Das ist natürlich super easy, ne? Aber es ist auch jetzt nicht so, dass es irgendwie fehlerhaft, also ISO-Bus kann ich mir einstellen, wenn ich jetzt was hinten dran hätte, dass es jetzt irgendwie aus Versehen mal passiert, sondern ich finde schon, dass das recht gut und intuitiv ja, funktioniert. Hier extra Joystick natürlich noch, auf den ich Tasten legen kann, wenn ich damit Frontladerarbeiten machen möchte. Mais schieben ist jetzt vielleicht für diesen Schlepper nicht so das Hauptthema, aber trotzdem nicht ganz uninteressant. Und hier haben wir an der Seite jede Menge USB-Anschlüsse, Zigarettenanzünder bzw. 12-Volt-Steckdosen. Ja, macht alles eigentlich schon einen sehr soliden Eindruck. Kühlfach, so wie das hier aussieht. Sehr viel Platz hinten. Man kann die, das habe ich jetzt irgendwie nicht hingekriegt, die haben alle eine Rückfahreinrichtung. Also ich kann quasi bei allen hier hinten eine Menge hinpacken, weil ich kann den Sitz komplett umdrehen
Und dann funktioniert das quasi so auch. Oder die sind alle dafür vorbereitet für eine Rückfahreinrichtung, so muss man das ja sagen. Oh, was ist denn das Feines hier? 1100er im Betrag. Moin! Das ist ja mal was Geiles. Das hat doch mal was. Da wird sich der Tim auch freuen. Hatten wir schon im MF-Video dann. Das sind seltene Schlepper. Was hatten die? 110 PS damals? 6 Zylinder? 6, irgendwas Liter? I don't know. So, weiter geht's auf jeden Fall. Wir düsen mal zurück. Wir sind wieder in D. Und versuchen hier, weil die Maschine nämlich noch zu einem Kunden gehen soll, der sie ausprobieren möchte, jetzt auch übers Wochenende, versuchen wir uns mal schnellstmöglich wieder zu Schröder zu begeben. So, wo müssen wir eigentlich lang? Ich würde mal sagen, wir müssen hier rechts. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Aber auch wenn man hier an die Seite fährt, wie gesagt, dann läuft das sehr, sehr gut. Ich muss das nochmal mit der adaptiven Federung fragen, ob er das hat oder wo ich das hier verstelle. Würde mich immer interessieren. Jetzt im Nachgang, muss ich ganz ehrlich sagen, passt das vom Setup schon ganz gut. Aber sonst hätte ich jetzt vielleicht hier noch ein bisschen nachjustiert, denn ja, die Straße ist richtig schlecht hier. Ne? Also das merkt ihr gar nicht, wie unfassbar hart die ist. Da würde man vielleicht noch ein bisschen softere Abstimmung gerne haben. Auf jeden Fall mit dem Quicksteer auf 1 gefällt mir das viel, viel besser als das, was wir vorher hatten. Da läuft der deutlich ruhiger. Ich mag das ja immer nicht, wenn die so nervös sind in der Lenkung, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, man kommt von der Straße ab. Ja, von daher. Wir müssen uns jetzt natürlich auch nochmal angucken, was die Preise sind. Gerade auch im Verhältnis, sage ich mal, MF, Fendt und der Valtra hier. Es wird auch sich nochmal ein bisschen anpassen, das ganze Verhältnis, weil wir ja diese Maschine normalerweise nicht kaufen für uns, sondern wenn überhaupt nur mieten oder leasen. Und da sind natürlich teilweise dann doch die Fendt nicht ganz uninteressant. Deswegen, das müssen wir uns einmal nochmal angucken. Aber sonst würde ich mir definitiv mal für so einen auch ein Angebot machen lassen. Denn, ja, das hat schon was. Dieses Bedienkonzept vor allen Dingen, das ist das, was mich am meisten überzeugt. Das hat schon Qualität, ne? Voilà, da kommt ein LKW rumgefahren. Siehste, konnte er uns aber nicht sehen. Wir konnten ihn auch nicht sehen. Die Bremsen funktionieren auf jeden Fall gut. So, jetzt gucken wir hier mal. Einmal durchbeschleunigen. Ich weiß nicht, haben wir jetzt die stärkste Beschleunigungsstufe? Egal, wir sind jetzt hier bei so 10 km/h. Einmal durchtreten. Jetzt geht er los. 20, 30... 40. Ah, jetzt kommt er nochmal richtig schön. Jetzt schaltet er scheinbar nochmal in diesem Fahrbereich. 50. Oder er schaltet den Fahrbereich nicht. Er hat einfach nur die höchste Übersetzung. 53 jetzt. Ja, das ist schon ganz nice, ne? Handgas auf der Straße. Funktioniert auch. Nein, funktioniert nicht. Oder funktioniert nur nicht, weil ich die minimale Handgaseinstellung geändert habe. Ja, so. Jetzt sind wir doch hoffentlich hier auf dem richtigen Weg. Und gleich wieder back. Ed Schröder. Cool, dass das heute geklappt hat. Da können wir wirklich nur ein fettes Dankeschön sagen. Nein, wir wurden hier nicht irgendwie gesponsert. Wir haben dafür auch kein Geld bekommen. Wir hatten einfach nur Bock, uns die Maschinen anzugucken. Wir sind mit Schröder Landmaschinen in Kontakt gekommen. Wir haben hier die mega Möglichkeit gehabt, heute mal 3 Schlepper zu testen. Von den anderen beiden habt ihr ja schon was gehört. Und ja, hoffe, dass euch sowas auch gefällt. Wir würden diese Maschinen natürlich gerne nochmal einen richtigen Einsatz haben, aber die Saison ist jetzt halt mehr oder weniger durch. Deswegen haben wir gesagt, besser das hier als gar nichts. Da kann man, denke ich mal, was mitmachen. Ja, und deswegen würde ich behaupten, macht's erstmal gut. Ciao.